Wisst ihr, was Gaming für mich vollständig zerstört? Bots und Cheater. Und wisst ihr, wer richtig hart gefeiert hat, als GPT-4 angekündigt wurde? Gewisse Foren, in denen Bots und Cheats angeboten werden. Es wird Zeit, dass wir uns über den Tod von Online-Gaming unterhalten. Im Jahr 2016 gewann AlphaGo ein Spiel in Go gegen den Europameister mit 5:0. Im selben Jahr gewann es noch gegen den amtierenden Weltmeister mit 4:1. Das Besondere, Go gilt als noch komplexer als Schach, weil es sogar noch mehr insgesamt errechnete Züge gibt. Gut, ich meine, Schachcomputer waren schon lange besser als Menschen, richtig? Schachmatt für uns, I guess. Außerdem, wo Relevanz für Gaming? 3 Jahre später, also vor 4 Jahren, hat eine künstliche Intelligenz von OpenAI in einem Match Dota 2 gewonnen. Gegen die amtierenden Weltmeister. Für die, die es nicht kennen, Dota 2 ist ein MOBA, also eine 5 gegen 5 Arena, wie League of Legends. LOL oder auch Dota sind extrem schwer zu meistern. Man muss wahnsinnig viel im Team zusammenarbeiten, seinen Champion meistern, aber auch alle anderen Champions kennen. Glaubt mir, ich habe LOL einige Jahre kompetitiv gespielt. Go war schon so komplex, dass kein Supercomputer alle Züge vorberechnen kann. Dota ist in Echtzeit und noch deutlich komplexer. MuZero hat 2020 dann nochmal in anderer Weise einen draufgelegt und in Schach, Go und einigen Atari-Games sogar ohne vorher irgendwelche Regeln zu kennen richtig rasiert. Aber hey, das kann ja in Dota nicht einfach so passieren, oder? Die durften das ja, das war ja ein offizielles bestätigtes Match. Wenn wir online spielen, werden Bots ja geblockt, oder? Eigentlich, seit es Games gibt, wird betrogen, um sich besser zu fühlen, I guess. Vielleicht sagt euch der Konami-Code was, der wahrscheinlich bekannteste Cheat-Code aller Zeiten, natürlich nach dem Panzer für San Andreas oder Motherlode in Sim. Ja, ich war auch manchmal ein kleiner Cheater, aber bei Singleplayer ist das, finde ich, was anderes. Schon in den 2000ern gab es Cheats aber auch für Online-Games, zum Beispiel Counter-Strike. Unendlich Munition, Wallhacks, Schwerkraft reduzieren und so weiter und so fort. Online wurden die dann aber relativ schnell entdeckt und deaktiviert bzw. die Spieler geblockt. Und genau hier hat das Spiel Hacker gegen Hersteller angefangen. Lasst uns reindiven, wie Cheats eigentlich funktionieren, denn das ist wirklich spannend. In Singleplayer-Games gab es früher häufig einen Cheat-Modus. Man konnte sie zum Beispiel einfach mit einer internen Konsole oder einem Chat eingeben, den man dann zum Beispiel durch die Entwickleroption aktivieren konnte. Das war ganz lustig. B, Marvin B, anyone? Im Multiplayer wurde das natürlich deaktiviert, denn das war an sich erlaubtes Cheaten auf der Client-Seite, also eurem Rechner. Das hat für niemanden irgendwas verändert, außer natürlich für euch, und kein Spielserver hat davon jemals irgendwas mitbekommen. Im Multiplayer ist es aber ein bisschen anders. Anfangs hatten die Spiele das nicht wirklich auf dem Schirm, dass überhaupt Cheating möglich ist. Es wurden beispielsweise über das Netzwerk Informationen mitgeliefert, die aber im Spiel nicht angezeigt wurden. Kleines Beispiel, wenn die Anzahl an Schuss in eurem Magazin bei euch auf dem Computer berechnet wird, kann man das ja leicht einfach ändern. Ich schieße einen Schuss aus meinem Sniper mit nur einem Schuss, dann legt mein Spiel fest, dass ich keinen Schuss mehr habe und nachladen muss. Setze ich aber die Zahl in meinem Magazin dann manuell jedes Mal durch ein anderes Programm immer auf 1, habe ich immer einen Schuss im Magazin. Ich muss also niemals nachladen. Das lässt sich mit Manipulation von eurem Arbeitsspeicher ziemlich problemlos machen. Gibt sogar ein Programm namens Cheat Engine, das genau solche Dinge tut. Das verändert aber im Grunde nur mein Spiel. Der Spielserver ist daran nicht beteiligt. Und natürlich ist das unfair, sobald es ein Multiplayer ist. Der nächste Schritt war also, dass das Spiel immer auf den Server angewiesen ist, auch für Aktionen, die das eigentlich gar nicht brauchen. In unserem Beispiel wird immer die Anzahl der Schuss an den Server übertragen. Ihr habt einen Schuss und ihr schießt, dann schickt euer PC einfach 0 an den Server, aber auch das kann ich halt ändern. Hier nehme ich den Netzwerkverkehr und verändere diese Zahl einfach auf 1. Der Server denkt also, ich habe immer einen Schuss. Gut, dann zwingt euch eben der Server, nur die Aktion an den Server zu schicken. Sprich, nicht was passiert ist, sondern all das wird auf dem Server berechnet. Ihr schickt nur noch die eigentliche Aktion an den Server. Also zum Beispiel Schuss anstelle 42, 42. Automatisch wird euch auf der Serverseite
einen Schuss im Magazin abgezogen. Und wollt ihr wieder schießen, wird erstmal geprüft, ob ihr davor nachgeladen habt. Ist diese Aktion nicht davor passiert, sagt der Server einfach nein. Lasst uns deshalb mal ganz kurz auf Aimbots schauen. Klassische Aimbots haben beispielsweise im Netzwerkverkehr oder dem Arbeitsspeicher ausgelesen, wo sich Gegner befinden und anschließend einfach dorthin geschossen. Sie arbeiten also mit Informationen, die ihr als Spieler auch bekommt. Ihr könnt sie nur eben nicht richtig deuten. Wenn ich euch sage, Jungle campt mal wieder Botlane an Position 133742, bringt euch das wenig. Aber so arbeiten Programme nun mal. Die wollen exakten Zugriff auf genaue Koordinaten haben und können dadurch natürlich auch präzise schießen. Okay, an der Stelle brauche ich nochmal ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Ihr wisst vielleicht, dass ich letztes Wochenende ein Webinar an meiner Bootstrap Academy gehalten habe. Tatsächlich sind dort aber schon weitere Webinare in Planung, die diesmal von euch, also der Community, stammen. Ich will mit euch eine Lernerfahrung für alle bauen und da freut es mich riesig, dass wir das haben. Dazu kommen natürlich noch zig kostenlose Kurse, um Informatik zu lernen, und an den nächsten Features arbeiten wir schon. Spoiler, es wird bald neue Aufgaben und Coding-Challenges für euch geben. Also, wenn ihr aktuelle Coding-Challenges noch nicht gemacht habt, ich bin gespannt, wie ihr abschneidet. Wir sehen uns in der besten Liste, die ihr natürlich über den Link in der Beschreibung findet. Okay, also das alles lässt sich aber dann leider natürlich nicht mehr verhindern als Spielentwickler. Zumindest nicht mit den bisherigen Methoden. Ich meine, das sind Informationen, die wie gesagt auch einfach ihr haben könnt. Ihr seht sie auf dem Bildschirm. Ihr wisst aber, ich hasse Anti-Cheat-Systeme und zwar aus ein paar anderen Gründen. Hier mal ganz kurz. Easy Anti-Cheat, Punkbuster, Valve Anti-Cheat, Blizzard's Warden, das sind alles Anti-Cheat-Systeme. Valve Anti-Cheat war eins der ersten, oder kurz VAC, und wurde 2002 für Counter-Strike veröffentlicht. Wird man beim Cheaten entdeckt, wird man einfach in Zukunft von allen Plattformen, die VAC geschützt sind, gesperrt. Moment, das heißt, ich als Spieler werde dann gesperrt, nicht der Cheat. Richtig, mittlerweile ist das völlig logisch, aber irgendwie ist das auch ein bisschen verquer. VAC nutzt dazu hauptsächlich zwei Methoden. Signature Scanning, das bedeutet, dass VAC den Speicher und die laufenden Prozesse auf eurem PC, also den Prozessen eines Spielers, scannt. Es scannt Code, der gerade läuft, und wenn der bekannt ist aus einer Datenbank von Cheats, dann wird der Spieler markiert. Die zweite sind sogenannte heuristische Analysen. Klar, Valve kann nicht jeden Cheat kennen, den es da draußen irgendwie gibt, und man kann die ja auch immer ein bisschen abwandeln. Deswegen wird nach Verhaltensweisen gesucht, wie seltsamen Verhaltensmustern oder komischem Verhalten von Spielern. Seid ihr also einfach zu schnell mit eurer Maus, könnte es sein, dass ihr für Cheating gebannt werdet. Ist tatsächlich einem Freund von mir passiert, der CS kompetitiv gespielt hat. So gut war ich aber persönlich leider nie. Fun Fact an der Stelle, VAC hat nie direkt einen Bann verhängt, sondern immer ein paar Tage bis hin zu Wochen gewartet, und zwar zufällig, damit sich eben die Cheat-Entwickler nicht ganz sicher sein konnten, welcher Cheat den Bann dann verursacht hat. Aber bei Security-affinen Leuten hier läuten sicherlich schon die Alarmglocken. Diese Methoden zu nutzen bedeutet, dass der Code von einem Spiel alle anderen laufenden Programme analysieren muss, die es gibt. Auch Spieleanalysen, also wie schnell sie sind und wie gut sie sind, sind, wenn ihr mich fragt, etwas kritisch. Das ist eigentlich Verhalten, das ich einer Malware zuordnen würde. Imagine, wenn Anti-Cheat-Software zum Beispiel gehackt werden würde. Was natürlich passiert ist. Deswegen musste Riot beispielsweise Vanguard mehrfach patchen. Auch Blizzard's Warden wurde beschuldigt, Rohdaten von Nutzern zu sammeln. Und VAC hatte einen kleinen Shitstorm, der aber nie offiziell bestätigt wurde, dass sie die Browser-History auslesen würden. Um sich aber besser gegen Cheater zu schützen, sind Anti-Cheat-Plattformen immer anstrengender geworden und irgendwann auch immer mit Administratorrechten ausgeführt worden. Vanguard braucht das. EAC, BattleEye und so viele mehr brauchen ebenfalls Administratorrechte. Adminrechte heißt, sie können quasi alles mit eurem PC machen. Selbst wenn man den Hersteller vertraut, ist es unangenehm, denn es kann ja immer sein, dass ein Hacker diese Software angreift und dadurch den ganzen PC übernimmt. Aber an der Stelle hören die klassischen Cheats erstmal auf. Cheater kommen dagegen nicht mehr ganz klassisch an. Widmen wir uns also dem, wo wir aktuell gerade sind. Während Anti-Cheat-Systeme dazu beitragen, klassische Cheats einzudämmen, haben sich Cheater auch weiterentwickelt und nutzen nun KI-Lehrmethoden, um einen unfairen Vorteil zu erlangen.
Ich will an der Stelle ausklammern, dass Spieleserver wie jeder andere Server eigentlich auch von Hackern angegriffen werden kann. Das bleibt immer ein Problem. Lass uns stattdessen auf KI für Cheating schauen. Nehmen wir nochmal das Beispiel des Aimbots, der für euch automatisch richtig an die richtige Richtung schießt. Die alte Variante liest die Koordinaten von euren Gegnern im Speicher des Spiels aus. KI-basiert muss das aber gar nicht mehr sein. Eine KI kann Bilder analysieren. Was ihr auf eurem Bildschirm seht, während ihr zockt, das sind auch nur Bilder. Das heißt, man hat eine KI, die nur euren Bildschirm sieht, also das, was ihr als Spieler auch seht. Darauf läuft dann eine KI, die im Fall eines Aimbots zum Beispiel schaut, ob da gerade eben Gesichter zu sehen sind. Und falls ja, bewegt es die Maus genauso, dass diese Gesichter exakt in der Mitte sind und drückt natürlich ab. Aimbot fertig. Genau solche Gesichter zu erkennen, geht übrigens zum Beispiel mit dieser Bibliothek. Man muss das nicht mal selbst programmieren und man kann 1000 Bilder pro Sekunde verarbeiten. Zum Vergleich beim Zocken sind das meistens nicht mehr als 144. Sieht man sich aber das Beispiel aus der Einleitung mit Dota 2 an, ist noch ein bisschen mehr möglich. Häufig sind nicht Reaktionen das Schwierige, sondern die Koordination und die Bewegung. Doch auch das kann man ja mit KI machen. Ihr spielt ja auch League oder Dota nur mit dem, was ihr seht. Hier kommt einfach Bilderkennung zum Einsatz, die man natürlich auch selbst programmieren kann. Sogenannte Convolutional Neural Networks werden normalerweise für Bilderkennung genutzt. Man braucht dafür aber selbstverständlich unfassbar viele Trainingsdaten. Das heißt, ich brauche Aufzeichnungen von Spielen, die ich dann ansehe und Dinge markiere, zum Beispiel Sieg oder Niederlagen. Oder aber man nutzt die vielversprechende KI, über die alle gerade sprechen. Wie wär's mit GPT-4? GPT-4 kann Bilder verarbeiten und versteht sogar die Inhalte. Hier beispielsweise wird nur dieses Bild von Balance gegeben und gefragt, was passieren würde, wenn die Schnüre abgeschnitten werden. Das erfordert Bilderkennung und ein Verständnis davon, wie Luftballons funktionieren. Solche Informationen kann man auch für ein Spiel antrainieren oder natürlich einfach selbst bauen. Und ja, die existieren schon. In League of Legends beispielsweise. Ausweichen, speichern, wo Wards platziert werden und noch vieles mehr. Hier ohne weitere Quelle, sondern nur mit einem Bild. Denn bei den Dingern gibt's ein Problem. Wie sollen Anti-Cheat-Systeme sowas erkennen? Lass uns dazu ein Gedankenexperiment machen. Wir sind noch nicht ganz da, wo es wirklich kritisch wird, aber wir sind nicht mehr weit davon entfernt. Also, wir greifen das Bild, das von einem Spiel produziert wird, mit einer Aufnahmesoftware ab. Das macht jeder Streamer, um es euch zu zeigen. Anschließend lassen wir eine KI auf dieser Software arbeiten. Okay, soweit so gut. Dann kann aber die KI als Software erkannt werden mit einem Anti-Cheat und, naja, man wird gebannt. Das Ganze lässt sich aber auch mit einer Capture Card auf einem komplett externen Rechner durchführen. Eingabegeräte können auch von diesem externen Gerät gesteuert werden. Dazu brauchen wir nur ein bisschen Bluetooth-Magie. Das heißt, Maus und Tastatur werden halt von einem externen Gerät gesteuert. Das ist ein hypothetisches Setup, aber zeigt eigentlich Folgendes. KI läuft extern. Eingabe kommt von extern. Die KI interagiert eigentlich nicht mehr direkt mit dem Spiel. Es gibt keine Möglichkeit für ein Programm, dieses Setup zu erkennen, ohne es vorher zu wissen und dementsprechend euch von einer KI zu unterscheiden. Außer natürlich, die KI tut Dinge, die irgendwie weird sind und die ein Mensch nicht schaffen kann. Das ist also ein bisschen der Turing-Test fürs Zocken, wenn ihr so wollt. Kann man Mensch eigentlich von KI noch unterscheiden? Hier gibt es drei spannende Möglichkeiten, solche Cheats zu erkennen und die kommen auch schon zum Einsatz. Die Verhaltensanalyse sucht nach Verhaltensweisen, die von normalen Verhalten abweichen. Ein Beispiel, ihr suckt hart auf der Toplane, so wie ich. Und ganz plötzlich werden aus euren Reflexen wie von einem Amboss Reflexe wie die eines Tigers. Dann ist das schon ein bisschen sus. So eine Verhaltensweise kann automatisiert durchgeführt werden, beispielsweise mit einer KI, die dann vom Spieleentwickler stammt, oder auch durch eine Spielaufzeichnung entdeckt werden. Die Mustererkennung geht ein bisschen anders vor. Während bei der Verhaltensanalyse euer Verhalten analysiert wird, schaut man bei der Musteranalyse eher nach bekannten Cheat-Mustern. Ein ganz prominentes Beispiel ist auch hier wieder League of Legends. Es gibt einige Fähigkeiten, denen man nur sehr schwer ausweichen kann als normaler Spieler. Any Ult zum Beispiel. Es klappt in einem von 100 Fällen, wenn man das richtig gut macht.
Ein Cheat schafft aber eigentlich das Ganze jedes Mal. Und das ist dann ein Zeichen dafür, dass das kein Mensch mehr ist. Auch diese Mustererkennung ist übrigens häufig KI-basiert. Auch die Anomalieerkennung sucht nach komischen Abweichungen in eurem Spielstil. Allerdings eher im Vergleich zu anderen. Wenn die durchschnittliche Rate von gewonnenen Spielen 50-50 ist und ihr plötzlich mit einem Held, der eigentlich nur eine Winrate von 45% hat, auf 70% steigt, dann kann das der erste Hinweis sein, dass man sich euch als Spieler mal ein bisschen genauer anguckt und einige eurer Replays dann eben unter die Lupe genommen werden. Aber das Problem ist doch, dazu muss eigentlich das Spiel schon wissen, wie ihr spielt. Wenn ihr direkt von Anfang an mit solchen Tricks aufwartet, ist das schwer zu erkennen. Aber genau das wissen eben übrigens natürlich auch die Cheat-Hersteller und genau daran passen die sich natürlich an. Es gibt Optionen, dass man einen menschlichen Lag einbaut, also dass ihr mit einer Verzögerung von einigen Millisekunden agiert oder eben nicht jedes Mal beim Ausweichen Erfolg habt. Das heißt aber für eure Gaming-Erfahrung ganz einfach, ihr könnt nicht sicher sein, ob ihr gegen einen Bot spielt oder nicht. Nicht mal die Spielehersteller können das feststellen. Und das wiederum heißt im Umkehrschluss, KI-basierte Cheats, die wirklich so ausgefeilt sind, spielen eigentlich das Spiel selber. Klar, wir können auch annehmen, dass uns dann einfach visuelle Hilfen angezeigt werden oder wir nur einen Aimbot haben und manche Dinge noch manuell machen müssen. Dafür hält unsere Annahme aber auch, denn mal kann er die KI steuern, mal könnt ihr das Ganze übernehmen. Die große Frage ist doch, macht das Spaß? Mir persönlich nicht, aber es gibt Cheats und die gibt es auch jetzt schon. Und es gibt sie wegen einiger Spielmechanics, die einfach broken sind. Spielst du viel League of Legends, kannst du dir Icons, Vorteile, Champions und sogar Skins erarbeiten. Spielst du ein MMO wie Star Wars The Old Republic? Ja, ich mochte es wirklich. Kommt irgendwann der Moment, wo du anfangen musst, dir Gegenstände zu erarbeiten und langweilige Aufgaben machen musst. Grinden wird das Ganze genannt. Denselben Boss zigmal umlegen, um ein Item zu bekommen, Ressourcen abbauen oder farmen. Natürlich kannst du das Ganze auch mit echtem Geld kaufen oder du kannst es dir ercheaten und einen Bot das für dich machen lassen. Dafür ist dann aber das ganze Spiel leider gratis. Grinden stört ja nicht mal unbedingt die anderen Spieler, aber spätestens bei kompetitiven Spielen gibt es Menschen, die gerne einfach besser dastehen wollen und dafür dann am Ende Cheats benutzen. Und das finde ich schade. Furchtbar schade. Denn schon jetzt gibt es Cheats, die einfach nicht erkannt werden. In CSGO liegt die Chance, auf einen Cheater zu stoßen, zwischen 0,3 und 6%, wie GameStar berichtet. Abhängig natürlich vom Game-Modus und der Region. Das ist aber nur sehr, sehr grob. Im schlimmsten Fall ist das aber nach 10 Spielen grob eine 50-50 Chance, mal einen Cheater gehabt zu haben. Jetzt stellt euch das Ganze vor, ohne die Möglichkeit, die Cheater zu entdecken. Das ist der Moment, wo Online-Gaming für mich stirbt. Aber hey, wenn KI auch für die Spieleentwicklung genutzt wird, das wird sie tatsächlich schon und wird sie noch mehr werden, werden wenigstens die Singleplayer-Erfahrungen richtig geil in nächster Zeit. Für die, die auch meinen Tutorials-Kanal im Auge haben, wollt ihr ein Video zu KI in Spieleentwicklung? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.